Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir haben auf Smithen noch einen Nebenauftrag zu erledigen heute. Und zwar die starkköpfige Kapitulation. Vor vielen Jahren lieferte sich die Piratenbande einen langwierigen Kampf mit uns hier im Smithen-System. Vor kurzem gab es jedoch vereinzelte Meldungen aus einem abgelegenen Gebiet auf dem Planeten. Feindliche Streitkräfte schikanieren örtliche Transportunternehmen. Augenzeugen berichten von uralten Mechs mit den Insignien der damaligen Konfliktbeteiligten. Zeigen Sie diesen alten Mech-Kriegern, dass der Krieg auch für sie zu Ende ist. Ja, Commander, diese Veteranen dürfen wir nicht unterschätzen, aber zum Glück werden Ihre Mechs schlecht gewartet sein. Schalten Sie sie schnell aus. Im Ödland, drei Totenschädel, da ist hoffentlich irgendein cooler Mech dabei. Ich meine, es ist immerhin eine uralte Lanze, da könnte schon ein seltener Mech dabei sein. Black Knight, Und deswegen gehen wir hier auf Schrott und hoffen, dass es besseren Schrott gibt als beim letzten Mal. So, Lanze sieht aus wie beim letzten Mal. Auf geht's. Auf geht's. Command Interface initiated. Ach, sogar tagsüber mal zur Abwechslung. Ja, das scheinen unsere Ziele zu sein, Commander. Rücken Sie vor und eliminieren Sie die Feindeinheiten. Geben Sie Acht, diese Mechs mögen zwar alt und schlecht gewartet sein, aber tödlich sind sie immer noch. Wahrscheinlich haben die auch Pluswaffen dran, die wir dann nicht plündern können. Die Map, die kennen wir schon. Letztes Mal, als wir die gespielt haben, haben wir hier einen ollen Mech gejagt und dann kam hier von links noch eine Verstärkungslanze und alles ran. Das durfte heute nicht passieren, das heißt, wir haben hier oben diese Kante mit dem Waldstück auf jeden Fall. Da haben wir hier unten noch ein Waldstück für unsere Nahkämpfer. Ein bisschen Wasser, falls es irgendjemandem zu heiß wird. Und von da aus kommen wir halt den Weg hier rauf. Ne? Also alle, die keine Jump Jets haben, müssen halt zwangsläufig diese Straße hier hochkommen oder halt hier. Und das können wir von diesem Waldstück aus hier wunderbar kontrollieren. Ach, und hier haben wir noch ein Mineralienfeld sogar. Das ist doch alles wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache kurz einen Screenshot und dann geht's hier los. So, dann wollen wir mal schauen. Ich vermute, wir werden relativ gleich einen Sensorkontakt bekommen. Das heißt, wir lassen Patriot mal ganz hier nach vorne an die Kante springen. I copy. Piep, piep, piep. Noch nichts, okay. Dann darf jetzt hier gleich mal hinterher springen. Jumping. Und ihr beiden könnt eigentlich hier hinten noch kurz chillen, würde ich sagen. Hunkering down. Ja, Gegner lässt sich tatsächlich Zeit. Up high. Bandit. Oh, da drüben. 65 Tonner. Hier auf der Seite 65 Tonner und 60 Tonner. Got it. Wahrscheinlich wollen wir versuchen, den 60 Tonner zuerst auszuschalten. Good to go. Das wohl. Ich park Mike mal hier auf der Seite, damit er sich damit Steelhawk nicht so in die Quere kommt. So, damit sind wir super geschützt. Aha. Da ist ein Cyclops dabei. Nee. Und Cyclops sind ja alle sehr leicht. So, 60% Schadensreduktion hier. Aber da kommt ganz schön was angeflogen. Wir müssen mal gucken, ob die hier so super Taktiker sind oder. Eieieiei. Das ist alles ganz schön schwer hier. Was uns da entgegengeworfen wird. Da ist ein Katapult. Normaler.
soll der unser erstes Ziel werden. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt meine wunderbare Deckung aufgebe. Yes, Commander. Ne, wir kommen da auch nicht in seine Seite. Vielleicht müssen wir echt erst hier oben den wegnehmen. Ich weiß nicht. Da müsste ich mal gucken, was das ist. Das ist ein Thunderbolt SE. Hm. So, und die hauen ganz schön rein. Die Jungs tatsächlich. Jo. Das ist richtig. So, und da kommt ein Dragon. Okay. Gut. Vielleicht wollen wir tatsächlich Orders? Zuerst den Dragon wegnehmen. Der Patriot hat hier einen relativ leichten Mech. Dann können wir auch ruhig mal Commander? Scharfschütze, Speer, ja, die sind Speer, deswegen sind die so früh dran, okay. Haben die irgendwie weniger Panzerung oder sowas? Ich hätte gerne den Tooltip. 25% weniger Panzerung. What's up, Boss? Okay, das heißt, der hat hier in der Seite 130, vorne 201. Ja, dann versuchen wir den Dragon möglichst zuerst wegzuknallen. Habe ich gerade beschlossen, die sind Phase 1 dran, genau. Da hat Patriot von vorne nämlich nur Leute, die in Phase 3 dran sind. So, Wasser macht uns auch stabiler? Nee, gar nicht. So, da sind wir schon an der Unsicherheitsschwelle, aber noch nicht unsicher immerhin. Engaging target. Commander. What's up, boss? Orders. So, wir laufen einfach mal hier drüben rum. Ohne zu springen. Springen bringt uns wahrscheinlich nur einen. Aber wir können zwei Chevrons mehr haben und uns da unten dann im Wasser parken. Oder hier hinten in den Bäumen beim nächsten Mal. Was natürlich nicht so verkehrt ist. Nur bei Steelhawk müssen wir halt mit den Jump Jets ein bisschen aufpassen, ne? Firing full complement on the enemy. Waiting for orders. So, da steht er. Copy that. Solid connection on that one. Das Bein haben wir leider nicht mit erwischt, ne? Das Bein mit zu erwischen wäre cool gewesen. Standing by. So, Steelhawk, wie sieht's denn hier aus? Reichweite deiner Laser? Nicht so krass, sagst du. Das sind trotzdem 95%. Hervorragend. Können wir da vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten laufen?
Now let's see how you handle this. Ja, das eine war leider seitlicher Torso. Ja, den Dragon kriegen wir, glaube ich. Jäger, okay, den kann man auch relativ schnell ohne Rücksicht wegschießen. Und dann können wir die anderen beiden Mechs behalten. Also, ihr wisst, was ich meine. So, Patriot ist unsicher. Das heißt, der müsste hier wahrscheinlich ein bisschen laufen irgendwie. Oder einmal Wachsamkeit benutzen vielleicht. Stattdessen. Trefferwahrscheinlichkeit von hier hinten 85%. Das entfernt uns natürlich ein bisschen vom Jäger. Das gefällt mir gar nicht so gut. Nee, mehr als drei werden es einfach nicht, wenn wir in Waffen in Schussweite bleiben wollen. Acknowledged. Hostile removed. So, den haben wir schon mal. Dann können wir uns jetzt in Ruhe um die Jäger kümmern, bevor wir die anderen beiden auseinandernehmen. Der Katapult ist natürlich so in Sachen Stabilität und sowas. Schaden. Ja, minimal damage on that hit. Ja, passt alles. Auf wen hat denn der gerade geschossen? Yes, Commander. So, du bist in Phase 3 dran, sagst du. Kleines Sprüngchen. Dann können wir uns hier nämlich gleich so ein bisschen warum sind das nur 70%? Achso, das ist eine unterbrochene Sichtlinie. Von hier oben sind es 85, finde ich viel besser. Dann hopsen wir gerade wieder da hoch. Dann müssen wir die Zange ein bisschen anders aufbauen. Wird schon gehen. Confirm. Kopftreffer. So, dann kommt der Thunderbolt hier ins Wasser. Ihre Laser in die Eier. Zum Glück haben Max keine Eier. Oh, I hate these guys. Hey there. Ach, gerade habe ich nachgeguckt, ne? 152 noch. What do you need? Gerade jetzt, du machst doch richtig schön Stabi-Schaden, habe ich gehört, ne? Gucken, ob das reicht, um ihm hier schlimme Dinge anzutun. Roger. I copy. Ist er unsicher? Nee, gar nicht. Yes, Commander. Das ist immer noch zu viel. Location confirmed.
beiden Seiten genau gleich viel Struktur. Ich habe gar nichts gesehen. Einmal Arm, einmal Bein. Oder so. Waiting for orders. So, Patriot hier. Hüpfi, hüpfi. Ne, ich will gar nicht so dicht an Thunderbolt gerade ran. Lifting off. Copy that. So, das ist schon mal eine Seitenpause, zweite Verletzung, Hälfte seiner Bewaffnung down. Mal sehen, was er tut. Schießen. Ob das die richtige Idee war? Das wird Buddles ihm bestimmt furchtbar übel nehmen. Ein Punkt hat er da noch. Seitenpause. Coole Sache. So, kommen wir ins Wasser? Wir kommen nicht ins Wasser. Das ist direkt ein bisschen schade. Aber wir können indirekt schießen von hier unten aus. Das wiederum ist sehr gut, weil hier dieser blöde Stein im Weg ist. Haben wir oben irgendwo gescheit Deckung? Ne, ich befürchte nicht. Das sind immer noch 80% von hier aus. Und wir können so ein bisschen Flanke etablieren. Ist denn das, wenn wir uns nicht bewegen, dann sind das hier auch 80%. Aber früher oder später brauchen wir halt echt Wasser. Engaging Jump Jets. Giving them everything I've got. I think I hit something good. So, kommt jetzt der verzweifelte Nahkampfangriff. Jetzt kommt erstmal ein Katapult. So, wir arbeiten hier weiter ein bisschen an der Zange. Er hat noch 29 Punkte im Center Torso. Good to go. So, schauen wir mal. Er hat noch 29 Punkte sogar nur. Und noch 16 Punkte am Bein. Wenn wir das andere Bein treffen, das bringt uns nichts. Aber Center Torso, Bein, Kopf wäre alles okay, würde ich vermuten. Okay, haben wir das Bein kaputt gemacht. Und ja, Pilot außer Gefecht tatsächlich. Also hat das funktioniert? Und
Hier muss Patrick schon wieder einstecken. Ja, da müssen wir aufpassen langsam. My armor's getting stripped off. Jupp, jupp, sehe ich. Ready for orders. So, und jetzt können wir hier ernst machen. Der ist ein Speer. 140 Punkte im Center Torso. Im seitlichen Torso natürlich. Wie viel hat denn das Bein? 132. Schauen wir gerade. 89, auch 89. Ich denke, wir werden zuerst auf den seitlichen Torso schießen hier. All weapons are go. Jupp. Got past his up. Hell yes. Das hat ihn nämlich schon mal Orders? Ordentlich was gekostet. Wollen wir dem echt die linke Seite zudrehen? Eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich wollen wir hier weg von ihm. Got it. Das sind 142. Das ist theoretisch machbar, wenn alles treffen würde. Was natürlich nicht tut. Aber vielleicht treffen dann noch ein paar Raketen oder sowas. Und wir setzen ihn auf jeden Fall in Phase 1. Darum geht es mir jetzt gerade. Und damit dürfen nämlich unsere anderen beiden auch vor ihm agieren. Beziehungsweise alle drei ja dann sogar, ne? Er ist noch nicht mal unsicher. Got something you want done? So, was machen wir denn? Ich werde nicht. Von vorne auf ihn schießen. Ich werde lieber in die Seite des Thunderbolts feuern, um die rechte Seite schon mal ein bisschen weiter vorzubereiten. Wir stehen ja hier im Mineralienfeld, ne? Von daher ist eigentlich alles soweit cool. Wir müssen nur demnächst abkühlen. So, das war auch schon mal ziemlich gut. So, er ist jetzt dran, kann sich natürlich überlegen, was er tut. Zum Beispiel auf Adults schießen. Jupp. Ist halt ein Thunderbolt, ne? Der ist jetzt nicht so zum Spielen aufgelegt, wie es aussieht. Need something, Chief? Good to go. Guck mal, Adits ist auch noch dran. Jumping. Ich kann gar keinen gezielten Schuss mehr machen. Na, schade. Targeting for an Alpha. Müssen wir uns jetzt. Ja, das sieht gut aus. Okay, das war nur das Bein. Ich hatte ja ein bisschen auf Pause gehofft. Das sind auch schon drei Wunden, die er jetzt kassiert hat. Nein, zwei erst, ne? Sein Pause ist ja noch ganz. Waiting for orders.
So, Steelhawk latscht hier oben rum. Also noch 43 Punkte. Also so gern ich jetzt hier reinballern würde, so viel zu gefährlich ist mir das eigentlich. Wir gucken mal, ob wir den Kopf ausschalten können. Ja. Einfach das Cockpit rausgebrannt. Okay, let's go. Super gut. So, und jetzt du. Wärmetauscher, Sprungdüse, schweren Laser, der ist hier in dem Arm. Den Rest hat er auf der linken Seite. Okay. So, wir haben 60 Punkte. Das heißt, zwei Leute können hier auf jeden Fall vor ihm agieren. Die Beine sind zu fett. Wir müssen eigentlich auf seine rechte Seite kommen hier. Das sehe ich nur noch. Na doch. So, und dann müssen wir gleich ihn eine Runde zurücksetzen, damit wir alle vor ihm dran sind, auf jeden Fall. 63 Punkte sind es nur noch. Das Bein ist dick gepanzert. I think I hit something good. Waiting for orders. Jetzt kriege ich ihn nicht von der Seite angeschossen, ne? Jedenfalls nicht von der richtigen. Ne, weil er direkt zu uns schaut. Das ist schade. Commander. Das kommt wahrscheinlich auch nicht auf seine linke Seite. Das sind 165 Punkte. Das schafft Steelhawk auch nicht alleine. Ne, hinter ihm könnten wir kommen. Wir könnten ihn unsicher machen. Wir könnten versuchen, von ganz hier hinten auf sein Bein zu schießen. Ja, nicht, dass er sich überlegt, irgendwie in Nahkampf zu gehen oder sowas. Das wäre blöd. So, der Center Torso ist nicht mehr so ganz cool dabei. What's up, Boss? Latsch, 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 trampel, trampel. Ja, was machen wir mit Mikey? Wir gucken mal. Er wird sich jetzt vielleicht in die Richtung drehen. Wenn wir Glück haben, genau, dreht er sich dazu gerade jetzt in die Richtung. Und dann ist nämlich seine linke Seite. Das wird er natürlich sehr gerne ausnutzen wollen. All weapons are go. Was, wie, wer, wann, da ist nichts kaputt gegangen.
Ist ja mal blöd. Aber wir können ihn schmeißen, würde ich sagen. Yes, Commander. So, 47 Punkte. Wie machen wir das am dümmsten? Ready for orders. Mit einem Doppelzug. Klassischerweise. Whatever you say, boss. Target's taking a critical hit. So, das sind auch schon drei Verletzungen, würde ich sagen. 71 Punkte noch im Center. Wir können ihn dann nochmal umschmeißen, auf jeden Fall. Ready for orders. So, wir verschaffen uns hier ein bisschen Abkühlung. Versuchen die Distanz zu halten. Durch Wasser kommt der Thunderbolt halt nicht so schnell. Von daher sind wir da nicht nahkampfgefährdet, würde ich behaupten. So, wir versuchen das mal. Er hat gar nicht so viel im Kopf, ne? Also wenn da einer trifft, reicht das schon. Wenn andererseits zwei den Center Torso treffen, ist schon vorbei. Deswegen feuere ich mal nur zwei schwere Laser. Got it. Das hat funktioniert. One last turn. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Das Gebiet ist gesichert. Wir sind hier fertig. Ab nach Hause. Danke. Mission successful. So, Lanze zerstört, 70.000 gab es dafür. Von uns wurde niemand beschädigt oder verletzt, nur ein bisschen Panzerung abgedampft, aber dafür ist die ja da. So, was nehmen wir da mit? Katapultteile? Nein, Spaß. Wir nehmen natürlich die Thunderbolt-Teile mit und hoffen, dass wir Katapultteile würfeln. Na, da haben wir halt drei. Ja, das wird schon passen. Ein Dragon-Teil, ein Jäger-Mech-Teil brauchen wir jetzt echt gar nicht. Ja, sonst gibt es hier nichts. So, schauen wir mal. Wir haben tatsächlich noch zwei Katapult-Teile bekommen. Das finde ich ganz in Ordnung. Und drei Thunderbolt SE-Teile haben wir. Sehr schön. Da war jetzt leider kein super seltener Mech dabei. Das wäre cool gewesen. Ist nicht passiert. Schade. Kann man nichts machen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall so weit, dass wir beim nächsten Mal Rache ist süß hier angehen können. Ich weiß halt nur nicht, ob wir vorher noch den Thunderbolt von Steelhawk umarbeiten wollen, da wir, glaube ich, auf einen atmosphärenlosen Mond gehen oder zumindest auf einen, auf dem es ziemlich warm ist. Müssen wir mal gucken. So, kann man hier Mut? Ja, Daditz bekommt endlich seinen Mut. Dann noch ein Gesundheitspunkt hier drauf. Sehr schön. Mech Warrior Training complete. So, Mikey will seine Steuerung hochhalten. Bis auf 9 machen wir. Nee, gar nicht. Mike ist es egal, ne? Aber. Achso, was wären die Alternative hier eigentlich? Weil die Nahkampf bringt ihm gar nichts. Das wäre dann auch Mut. Ja, schauen wir mal. Orders. Patriot will, glaube ich, immer noch seinen Waffenpunkt haben. Standing by. Und Steelhawk. Der will die Steuerung auf 9 haben.
Das reicht noch nicht ganz. Ja, schauen wir mal beim nächsten Mal. Gibt es auf jeden Fall eine Story-Mission. Für heute war es das schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.